Bei der Herstellung des Kunstwerks für die Wandgestaltung des Neubaus der jüdischen Synagoge in Magdeburg spielte der Förderverein des technischen Denkmals Ziegelei Hundesburg eine besondere Rolle. Der Entwurf des Bildhauers Wolfgang Rossdeutscher zitiert die Jerusalemer Klagemauer und dafür mussten 230 Spezialziegel hergestellt werden. Solch eine Sonderanfertigung lässt sich heutzutage nur noch sehr schwer in moderne Produktionsprozesse integrieren, weshalb der Förderverein für dieses Los noch einmal seinen historischen Zickzack-Brennofen in Hundesburg in Betrieb nahm. Über mehrere Wochen hinweg kümmerten sich die Vereinsmitglieder um den Betrieb des Brennofens bei Tag und Nacht und unterstützten den Bildhauer so bei der Ausführung des besonderen Kunstwerks.